los und rock on, hier in Saarbrücken beim Devil's Place. Ich freue mich schon aufs Crazy Benefits und ich würde sagen, es ist ein bisschen kalt hier draußen. Wir gehen mal lieber rein und ziehen uns die Bands rein und gratis Kondome gibt's auch noch. Auf! Im Devil's Place Saarbrücken. Ich bin total glücklich mit euch. Das ist so kuschelig. Aber upcoming Shows. Ja, geht direkt nächste Woche weiter am 4.11. im Jutz & Anual mit Killjoy. Mittwoch drauf am 9.11. im Horst in Saarbrücken. Freier Eintritt. Und beim Battle of the Bands, da brauchen wir viele Leute, um das Ding zu rocken. Und ganz wichtiger Gig am 27.11. in Köln. Da brauchen wir die meisten Leute. Das ist der größte Bandcontest von Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das Ding müssen wir reißen. Das ist das Pre-Final. Ja, und verdienterweise dürft ihr dort auch sein in Köln. Also ich habe schon mitgefiebert. Und du bist der Optimist hier, ne? Was denkst du, wann gehen wir dann endlich mal ins Studio? Also geplant ist mal, dass wir Anfang Januar, Mitte Januar ins Studio gehen können, um dann endlich mal die Platte pressen zu lassen im Endeffekt. Also wird auch langsamer Zeit. Das wäre auch sehr geil. Gerade geprankt, na egal. Aber ihr seht auch übrigens gar nicht jetzt so Halloween-mäßig aus. Ich würde sagen, wir motzen euch mal ein bisschen aus. Ja. Right. Halt mal ganz kurz fest. So, also ich habe hier eine Maske für dich. Dann habe ich auch noch Kunstblut. So, da brauche ich jetzt aber doch. Halt mal wieder. Ja, ja, ich bin übrigens Make-up-Artistin und fall gerade vom Stuhl. Hallo. Hi. Oh, gut. Ja. Ah. Gut, also jetzt können wir bei Dr. Geek und die Freakshow mitmachen. Ja, bei Dr. Geek Bandstand und die Freakshow. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal fertig, damit ihr spielen könnt und dann auf geht's, oder? Let's rock. Auf geht's. What?
Headliner des Abends, würde ich sagen. Dr. Geek and the Freak Show. Ihr seid schon ziemlich fertig jetzt, oder? Ziemlich blatt und durchgeschwitzt, ja. Aber geht noch. Und blutig, würde ich sagen. Ja, blutig. Eher und eher. Ich bleib so. Machen ihr das eigentlich immer so? Ach, in den Proben so, dass ihr den armen Flo so verkloppen? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich sonst ganz gesittet, ne? Okay, würde ich auch sein. Aber sagen wir, Benefizkonzert, Aids-Hilfe Saar. Warum? Wie kommt man zu sowas? Weil es viel zu wenig passiert. Weil es sehr, sehr viele Projekte gibt, die durchaus auch absolut ihre Berechtigung haben. Aber halt gerade so für die Aids-Hilfe und vor allem auch für die Aids-Prävention, wo sie sich hier sehr stark drin machen, einfach viel zu wenig passiert. Und da wollte man halt einfach mal nochmal zeigen, die Jungs und Mädels, die gibt's, die machen einen geilen Job. Benutzt Kondome. Richtig, ganz wichtig. Und das sollten wir auf jeden Fall unterstützen. Das denke ich auch. Denn Liebe machen ist schön. Und jetzt einfach mal zu eurem neuen Album. Das haben wir auch Dorlien. Damit ihr es auch sehen könnt, na? Wo haben wir das aufgeholt? Das Album haben wir im Studio Greywolf aufgenommen, bei Charles Greywolf von Powerwolf. Und das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Der hat mich vor ein paar Jahren angeschrieben und hat gefragt, ob wir Bock hätten, bei ihm halt ein Album aufzunehmen, weil er mal was mit Punkrock machen wollte und ihm das gefallen hat, was er von uns bisher gehört hat. Und wir haben dann zuerst überlegt, hatten halt unser Stammstudio, wo wir immer hingingen. Und da hat er uns irgendwann eingeladen, einen Song für Uma halt aufzunehmen, um halt neues Equipment von ihm zu testen. Und der Köder ist halt hängen geblieben, es hat uns dort sehr gut gefallen. Und als dann das Album hier anstand, sind wir dann halt zu Charles Greywolf rüber und der hat halt einen echt guten Job gemacht auf dem Album. Also würde ich auch sagen, ich habe es natürlich auch schon seit mehreren Wochen daheim liegen. Ich würde sagen, eigentlich schon seit dem Release. Ja, und es läuft hoch und runter. Also von daher, vielen Dank, dass wir da sein durften. Und ich hoffe, unsere Eindrücke von euch auf der Bühne gefallen euch. Also sieht auf jeden Fall, du siehst ziemlich gruselig aus mit deinem Blut im Gesicht. Ja. Und dann geschminkt. Ja. Ay, gut, vielen Dank und euch noch einen schönen Abend und ruht euch jetzt aus. Ihr dürft jetzt chillen. Oh, mein Junge.